Weiter geht's mit Star Wars. Und zur Flucht von diesem Zug. Wie ist das jetzt? Ach, die. Schau mal, der erste Boss. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Ach was, ich doch nicht. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Amateur. Du hast Angst, was? Ja, ich glaube, wir sehen uns wieder. Ui, das war knapp. Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer John. Und das ist mein Captain, Greece Dreyfus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Kestis. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Was nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Hm. Sonst noch jemand? Oh. Sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin. Kannst du dich aus? Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden.
Vorsicht, Karl! Du hast es. Warte mal, kann ich irgendwo speichern? Oder speichert der automatisch? Und nebenbei gerade mal. Der speichert eh automatisch, weil er hier unten sich zeigt. Reese? Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Ja, und wohin jetzt? Oder was müssen wir jetzt machen? Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und bist Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Gerald Zippor. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Muss man gerade vorhin. Ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert. Nein.
Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Tau. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Na dann, los. Dann suche ich wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht ihr dann mehr? Fähigkeitenpunkt erhalten. Moment. Ah, lass er das doch. So, Fähigkeiten. Warte mal. Könnte ich jetzt irgendwie... Fähigkeitenpunkt kann ich jetzt nicht ansetzen, oder was? Und das... Achso, das ist das Schiff, okay. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt mal dahin, wo es leuchtet. Ein sicherer Ort zum Meditieren. Okay. Ich muss mich nur konzentrieren. Speicherpunkt. Speicherpunkt wird jetzt überall auf Call 2 Reise interagieren mit Ihnen, um deine Fortschritte zu speichern. Das ist das Wichtigste, was ich eigentlich schon machen wollte. Ah, deswegen konnten wir die nicht einsetzen. Okay, man könnte die nur in diesen Speicherpunkten einsetzen. Dann machen wir das doch direkt mal. So, was haben wir denn über Kopfhieb? Dann lernen wir den mal. Ah, über Kopfhieb. Mit Dreieck. Okay. Gut zu wissen. Dann haben wir das auch erledigt. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... So, weiter geht's. Nein, nicht dich. Blöd. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Ja. Hast du das gehackt? Danke. Praktisches Teil.
So. Gut, das nutze ich jetzt. Guck mal hier zum Speichern, weil wir sind ja auch schon da durch. So. So, kann ich jetzt irgendwie mal. Ist das Ding jetzt eigentlich schon gespeichert? Nee. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Das haben wir dann. Was ist das? Neues Ziel zur Holokarte zugefügt. Okay, wir müssen das Gewölbe da finden, was wir da sehen. Gut zu wissen. Experimentieren. Gut zu wissen. Und drehen. Okay. Gut zu wissen. Dann haben wir das auch geschafft. Kann ich die Dinger jetzt nicht speichern? Mit unerforschter Wege. Ach, jetzt erklärt mir alles, ne? Okay, unerforschter Wege, das ist mir schon klar. Gut. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge.